Hallo liebe Freunde, ich hoffe es geht euch allen sehr, 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 sehr gut. Mein Thema heute ist über Facebook. Hast du schon mal gewusst, dass Facebook ist genauso wie Sex? Ja Leute, Facebook ist eine zweite Alternative für Sex. Also, wer von euch jetzt keinen Sex seit langer Zeit nicht gehabt hat, er braucht nur ein Foto bei Facebook hochladen oder irgendwas über sich im Facebook preisgeben und dann kommen die Glückshormone ganz raus und das Körper wird richtig befriedigt. Das ist nicht von mir, das ist von Forscher der Harvard Universität. Sie haben geforscht und geforscht und geforscht und geforscht und sie sind zu einem Schlusspunkt gekommen, dass eigentlich etwas bei Facebook zu schreiben, wenn eine Person etwas bei Facebook schreibt oder ein Foto zum Beispiel hochlädt, passiert irgendwas Komisches in sein Gehirn und zwar kommen irgendwelche Hormone raus und passieren irgendwelche Reaktionen, die normalerweise passieren nur beim guten Sex oder bei gutes Essen. Wirklich. Das ist wirklich sehr, 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 sehr interessant, was diese sozialen Netzwerke jetzt momentan in unserem Leben in der 21. Jahrhundert bewirken können. Können oder nicht können, ich weiß es nicht. Also Leute, schreibt mir bitte eure Meinung. Schreibt mir eure Meinung über das Thema. Das Thema finde ich sehr, sehr, sehr interessant. Manche von euch werden bestimmt sagen, ach, das ist ja eine komische Studie. Nein, das ist wirklich eine sehr interessante Studie, weil es gibt Menschen, sehr, sehr, sehr viele Menschen, die ganz süchtig geworden sind von Facebook. Das heißt, sie setzen Tag und Nacht nur vom Computer und wenn sie natürlich unterwegs sind, die sind die ganze Zeit nur, die gucken die ganze Zeit nur in ihren Smartphone, ob das ein iPhone oder ein Samsung oder weiß es nicht was, aber die ganze Zeit nur vom Computer sitzen oder nur vom Samsung zu setzen, das ist bestimmt irgendwelche Zwangreaktionen, die eigentlich passieren im Gehirn, die diese Leute zwingen, dort zu sitzen, vom Computer oder vom Facebook oder vor diesem Smartphone und die ganze Zeit irgendwelche Sachen zu schreiben, ob diese Sachen wichtig sind oder unwichtig sind, Hauptsache irgendwas zu schreiben, bestimmt, weil irgendwas ist im Gehirn, irgendwas mit der Psyche zu tun, das ist Psyche, also Leute, schreibt mir eure Meinung, ich würde auch mich freuen, wenn mir jemand eine Videoantwort natürlich schickt. Ich freue mich und bis zum nächsten Mal. Und falls das Wetter auch bei euch schön ist, wie bei uns hier in München. Oh mein Gott, es ist Sonne. Ich glaube heute um die 25 Grad. Ich freue mich. Ich gehe jetzt gleich schwimmen in der Isar am Englischer Garten. Und wir sehen uns. Tschüss Leute. Ich habe keine Zeit. Ich werde von hier vom Fenster springen. Tschüss Leute und bis zum nächsten Mal. Ciao.